Hallo ihr Lieben, Woche 15 in meinem Project Live Album wollte ich eben schnell mit euch teilen. Mein Layout für die Woche 15 ist ein bisschen minimalistisch. Ich gehe mal davon aus, dass es auch dem geschuldet ist, dass ich nicht so wirklich viel Zeit damit verbringen kann, zu scrappen. Aber ich möchte doch auf dem Laufenden bleiben, was dieses Album angeht. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich hier allzu lange warte, dann wird es nachher ganz, ganz schwierig, alles irgendwie noch nachzuvollziehen und so weiter. Deshalb lieber ein bisschen weniger an Deko und so weiter, aber dafür auf jeden Fall aktuell geblieben. Woche 15 ist ja die zweite Woche zu Hause, mehr oder weniger mit meiner süßen Maus, die ihr übrigens hier seht, ist das Goldkind nicht goldig, Mensch. da habe ich auch nicht viel gemacht. Ich habe einfach nur das Foto in 4x6 ausgedruckt. Was man da hinten dran sieht, ist die Journaling-Karte von vorne, von der Woche davor. Aber das stört mich jetzt nicht weiter. Das ist ein bisschen kleiner. Man sieht zwar ein bisschen den Rand, aber das ist okay. Und habe dann hier ein paar ganz alte Sticker verwendet, die sind glaube ich von der Carpe Diem Reihe und die passten farblich so gut hier in das Konzept, deswegen habe ich die ausgepackt und einfach auf das Foto geklebt, gefällt mir sehr gut an der Stelle. Dann habe ich hier ein Becky Higgins Design 4 Protection Sheet in der Hälfte durchgeschnitten, das sind 3x4er, jeweils viermal. Und ich dachte, ich mache einfach nur so ein kleines Mittel-Insert, weil das gefällt mir auch immer ganz gut. Hier habe ich dann ein Foto von Mila und da nuckelt sie zum ersten Mal an ihrem Daumen. Das fand ich so süß und das musste ich einfach dokumentieren. Und dann seht ihr hier meine Kleine, die Hebamme wiegt sie immer bei uns im Schrank drin. Ich weiß nicht so genau, ob man das so richtig gut erkennt, aber das hier ist auf jeden Fall so ein Regal und da macht sie immer die Waage rein. Und ich fand, das sah einfach aus wie so eine Puppe, deswegen musste ich das hier auch dokumentieren. Und dann habe ich hier noch die Stickers, die waren von der Bloom Collection, beziehungsweise Wild at Heart, so heißt sie. Und dann mein Lieblings-Gold-Washi-Tape. Dann diese schönen Schleifen, die ich glaube ich auch bei AliExpress gekauft habe. Und schon ist das Layout eigentlich fertig. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön geworden hier. Und dass auch die Folien unterschiedliche Größen haben, das gefällt mir auch ganz gut. Dann habe ich hier eine ältere Karte, die ist von Felicity Jane. Da habe ich dann mein Journaling drauf gemacht und auch nochmal hier so einen Wordsticker drauf gemacht. Hier seht ihr ein Foto von einem super leckeren Risotto. Ich glaube, das war ein Basilikum-Risotto. Und da hat mein Schatz mir ein Herz reingemacht gehabt. Und da habe ich dann einfach nochmal geschrieben, Marian hat ein super leckeres Risotto gezaubert. Ja, er kocht ganz, ganz viel. Das habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt gehabt. Und ich genieße es und vor allem bin so froh, dass ich jemanden habe, der mich so toll unterstützt und mir auch so viel Arbeit abnimmt, gerade jetzt auch in der Zeit, in der Kennenlernzeit mit Mila. Dann habe ich hier ein Foto von meinem Mann und meiner Tochter und habe einfach nur Beautiful dazu geschrieben und dann halt diesen Stern verwendet. Den habe ich schon ewig in meinem Stash gehabt und ich dachte, der passt da jetzt einfach super gut hin. Und dann habe ich hier vier Fotos in einem kleineren Format ausgeschnitten, da noch eine Journaling-Karte hinten dran gepackt, ein bisschen Washi-Tape und das sind dann jetzt meine Großeltern bzw. Milas Urgroßeltern und das ist Marians Opa. Und ja, das wollte ich auch einfach dokumentieren. Da habe ich auch hier viel die Karte zum Beispiel geschrieben. Diese Woche hat Mila ihre Urgroßeltern kennengelernt. Und ja, also es ist jetzt nicht direkt nebendran, aber das stört mich jetzt gar nicht da, dass ja einfach eh in dem Ganzen zu sehen ist. Ja, das war eigentlich schon meine Woche 15. Wie gesagt, gibt es nicht so viel zu erzählen. Im Anschluss ist auch wieder ein Process-Video. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, könnt ihr gerne machen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe schon angefangen, die Sachen für die nächste Woche so ein bisschen zusammen zu suchen, aber beziehungsweise die nächste Woche ist ja noch aktuell, also von daher, ja, aber da verwende ich auf jeden Fall Felicity Jane durch und durch, nur so mal als Sneak Peek. Ja, wie gesagt, also wenn ihr noch Interesse an dem Process-Video habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und an der Stelle sage ich einfach nur, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und Kommentare da lasst. Und wir sehen uns ganz bald.